Verdammt, Merk! Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Cell. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat ihm Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr, aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife. Drake weiß, wo Jackknife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelst nur so von Cops. Du kannst den Kanälen bis nach Hampton Town folgen. Die städtischen Behörden also untersuchen den Todesanwalt und Kalina. Nun gut, dann weiter geht's. Der erschossen in seinem Büro aufgefunden wurde. Die CPS hat einen genommen. Wollen wir doch mal der Schwester helfen. Und das war Fail. Da ist schon wieder... Nee, ich bin drüben. Oh mein Gott. Gar nicht bemerkt, dass ich schon über den Zaun rüber bin. Der Helikopter hat sich entdeckt. Lauf! Auf geht's! Weiter. Oh shit. Ah, das schaffe ich nicht. Nein. Ach, verdammt. Das ist nicht so einfach hier, die Stelle. Also, ich probiere mein Bestes. Und hoffe, dass ich das dann gleich in einem Anlauf schaffe. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn ich da reinrenne irgendwie in diese Nischen oder nicht, oder ja, oder nein. Da habe ich wirklich keine Ahnung von. Aber hier bin ich wohl durch. Du musst auf den Kanälen rausfällen. In der Nähe gibt es einen Wartungszugang. Ich suche einen neuen Weg. Ich versuche ja mein Bestes. Da ist der Wartungszugang. Dann dreh mal. Los. Dreh. Weiter geht's. Okay. Und rüber da. Jawohl. So, mal wieder in einem Lüftungsschacht. Ziemlich kurzer Lüftungsschacht und hier ist alles blau. Also was das mit den Farben zu tun hat, möchte ich echt gerne nochmal wissen. Wir haben dich eingekesselt. Du musst die Kanalisation erreichen. Okay. Oh. Alles was rot ist, ist gut. Also probieren wir mal hier unser Glück. Da sind die Bullen. Und rüber da. Falsche Richtung. Wir müssen nämlich nach da. Weiter geht's. Ja.
Jawohl, weiter. Lauf. Faith, come on. Der Vogel zieht ab, sieht aus, als er den Weg rein. Jetzt schwing dich in die Kanäle. Glück gehabt, würde ich mal sagen. So, hinunter. Und noch ein Stück. Und runter. Ja. Autsch, das tat weh. So, hier muss, glaube ich, da ist das Panel. Da hauen wir drauf. Und jetzt müssen wir zügig darüber. Na, so natürlich nicht. Also ich habe es gerade irgendwie mit den Abstürzen. So draufgehauen. Und rüber hier. Weil da oben geht jetzt so ein Riesentor auf. Da ist es. Und da geht's jetzt durch. So. Ja, so geht's auch, aber ich wollte eigentlich Q drücken. So. Und rüber. Selbes Spiel, Emergency Gate. Okay. Jetzt sag mir. Gut. Was auch immer das jetzt war, ich weiß es nicht. Weil ich war nämlich der festen Überzeugung, ich hätte gedrückt. Ich habe hier Karten der Kanalisation. Auf der anderen Seite soll ein Ausgang sein. Sieht ziemlich hoch aus. Ach, uns ist nichts zu hoch. Wir sind super. Höchstens manchmal zu kurze Sprünge. So, nochmal kurz schnell hier rüber balancieren und darüber springen. So, zack. Und rüber da. Glück gehabt. Da sind nämlich die Scharfschützen. Und auf die habe ich gerade keine Lust. Jawohl, das haben wir auch geschafft. Weiter hoch, come on. Wir müssen weg hier. War das denn da gerade eine Handgranate? Nee, ne? Das war eine Ratte. Ich bin hier schon voll im Call of Duty Modus. Wobei ich nicht eine einzige Waffe abgeschossen habe. Bam, bam. Und. Hey! What the hell? Das kann doch nicht sein hier. Ich wollte dich entwaffnen, aber du nicht. Du wolltest mich erschießen. Und rüber hier. Jawohl. Hier immer schön da zur Mitte springen. Weil da ist es kürzer. Also der Sprung ist kürzer. Als außen. Und hier immer schön festhalten. So. Und zack. Da kommen sie nämlich schon. Beeilung. Hier ist doch ein Knopf zum Drücken. Jawohl, rein hier. So. Das sieht mir doch da noch aus, als wenn ich. Entweder muss ich nach da oder nach da. Ich denke mal, ich muss nach da. Weiter. So. Nee. Bin ich jetzt deppert? Ich muss doch nur nach da oder nach da. Also. So, ich wollte schon sagen, geht doch. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Hell yeah.
Das haben wir auch geschafft. Draufgesammelt auf den Knopf. Und, oh mein Gott. Gut, dass ich keine Höhenangst habe. Auch nicht im echten Leben. Das ist natürlich super dann. Das ist der Hampton-Town-Zugangspunkt. Dein Ausgangsfeld. Jackknife ist nicht bereit. Ja, dann... Ah, okay, ich muss hier wieder... hinauf. Ich hoffe, der Heli kommt jetzt nicht wieder oder sowas. Da hätte ich mal absolut keine Böcke drauf. So, von hier geht's jetzt... Ja, genau. Natürlich nicht, sondern mit... Ja, Mensch, ich drück doch die Leertaste. Was ist denn hier los? So. Zack, ans nächste Rohr. Was die hier auch für ein Kanalisationssystem haben, das ist... Also mit einmal so riesen Löcher irgendwo in der Weltgeschichte. Stellen wir mal schnell das Wasser ab. So, jetzt ist bei Oma Luise wieder Verstopfung angesagt. Da wir jetzt das Wasser abgedreht haben. So. Selbes Spiel und hier klappt es sofort. Ja, nee, ist klar. Und weiter geht's. Moment, habe ich da... Ach, das ist ein Schaltpult. Ich habe das Schaltpult vergessen. Zack. Und rauf hier. Genießt du die Aussicht oder was? Die Kopf sind schon auf dem Weg zu dir. Ja, aber trotzdem muss ich auf die Plattform warten. Ich kann ja nicht einfach jetzt hier so zack. Jetzt kann ich es schon. So, jetzt muss ich noch mal gerade gucken, wo ich lang musste. Ja, wahrscheinlich muss ich hier lang. Da lang, okay. Und die sind mir mit ihren Maschinenpistolen dann doch ein bisschen zu krass. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich hab mich verlaufen. Ja, da... Nee, Quatsch. Ich hätte mich gar nicht verlaufen. Ich war so richtig. Wie so oft in dem Spiel war ich einfach so richtig. Ach ja, das ist, wenn man es nach Jahren wieder blind spielt. Ich wollte es mal ausprobieren. Ach, ich war so richtig. So, ich renne hier auch wieder so rum. Bewegung, Bewegung! Schlechte Idee. Ich probiere mal was ganz Neues. Und zwar renne ich einfach mal andersrum. Schauen wir mal, was passiert. Und jump hier über die LKWs. Nein, das geht auch nicht. Okay, jetzt bin ich zumindest auf dem LKW hier drauf. Da unten. Nein. Ach, verdammt. Die treffen aber auch immer so gut, ne? Das ist das halt auch. Ich komme hier jetzt.
Jetzt habe ich mich hier in eine Situation wieder gebracht. Unter Stress kann ich nicht. Ich denke mal, der Weg mit den Containern war nämlich schon ganz richtig. Und dann hier rüber, darüber Beine anziehen und hier hoch und da rein. Naja, wir wollen halt auch mal neue Wege gehen, nicht wahr?